den lustigen Suppenkasperbub. Er hat, wie man ganz deutlich sieht, einen richtigen Löwenappetit. Der Kasper, der war kerngesund, ein dicker Bub und kugelrund. Er hatte Backen rot und frisch. Die Suppe aß er hübsch bei Tisch. Die dicke Köchin freut sich sehr, sieht sie den vollen Teller leer. Sie lobt den guten Appetit. Fast isst er noch den Löffel mit. Nun gib doch schon den Teller her, ich bringe dir ja gern noch mehr. Der Kasper ist recht wohlgemut, denn jedes Essen schmeckt ihm gut. Die Püppchen sehen das sehr gern, sie lieben ihren starken Herrn. Als die Eltern fortgegangen, hat das Unglück angefangen. Auf einmal fing er an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Seht, wie der Junge sich benimmt. So wie ein kleines Kind bestimmt. Er zieht ein mürrisches Gesicht. Die gute Köchin glaubt es nicht. Du isst doch wieder gut, nicht wahr? Sie streicht ihm freundlich übers Haar. Er riecht daran, nimmt keinen Biss. Nun isst doch lieber, Kasper isst. Er springt herum vom Teller fort und läuft zum kleinen Bärchen dort. Das Zwerglein auf der Leiter schaut gar nicht mehr so heiter. Am nächsten Tag, ja, sieh nur her, da war er schon viel magerer. Und er fing wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Dürft ihr wohl auch so bockig sein? Ganz sicher nicht, ich glaub's nicht, nein. Die Köchin war schon recht ergrimmt, weil Kasper keine Suppe nimmt. Isst jetzt, so geht es ja nicht mehr. Isst schnell den Suppenteller leer. Er riecht daran und schiebt ihn fort und hört nicht auf der Köchin Wort. Ich esse nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Er geht zum kleinen Bär geschwind. Der Doktor denkt, was hat das Kind? Am vierten Tag, oh weh und ach, wie ist der Kasper dünn und schwach. Doch eh die Suppe kam herein, schon fing er wieder an zu schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Ich kann die Suppe nicht mehr sehen. Ich will viel lieber spielen gehen. Er strampelt wie ein kleines Kind, so trotzig wie die Babys sind. Wie kann man nur so bockig sein? Ach, Kasper, isst dein Süppchen fein. Die gute Köchin um ihn bangt, weil Kasper gar nichts mehr verlangt. Iss nur die Suppe, iss sie doch. Du wirst sonst krank, oh, glaub mir doch. Schaut nur das mäklige Gesicht. Er isst die Suppe wieder nicht. Er springt herum und läuft zum Bär. Ich fürchte um den Kasper sehr. Am fünften Tage endlich gar der Kasper wie ein Fädchen war. Er konnte vor Schwäche kaum noch schreien. Ich esse keine Suppe, nein, ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Des Doktors Blick ist sorgenschwer. Dem Kasper hilft nun gar nichts mehr. Er wog vielleicht ein halbes Lot und war am selben Tage tot.